outside, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a night to keep. He can't get around. Hallo, Claudia. Nudelsalat. Das Weiße da ist das geronnene Bio-Tofu. Das ist Mayonnaise. So was gibt es noch. Du, das Buffet ist schon so voll. Ich fülle das mal für später um, dann steht es nicht so im Plastik. Vom argentinischen Milchkalb. Wenn ihr die probiert habt, wollt ihr nie wieder Angel essen. Mensch, Olaf, du bist ja witzig. Dosenbier? Probier mal eins von den Craft Beer, hab ich selber gebraucht. Danke, lass mal. Bleib meiner Marke treu. Weißt du, das ist wie beim Lotto. Da ändert man seine Zahlen auch nicht. Olaf, kommst du mit aufs Trampolin? Linus, na klar. Wer ist zuerst da? Eins, zwei, drei! Mann, 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 Olaf. Also seine Zahlen kommen in diesem Leben garantiert nicht mehr dran. Meine Anti-Adipös-Shakes werden die Kinderernährung revolutionieren. Keine schwabbeligen Bäuche in den Turnhallen mehr, kein Mobbing. Ja, aber Larissa und Linus haben gar keine Gewichtsprobleme. Ja, noch nicht. Schätzchen, du möchtest doch, dass das so bleibt, oder nicht? Ja, dann tu auch was dafür. Larissa und Linus werden es dir danken. Also Konstantin und Konstanze lieben so viel Shakes. Alles okay mit dir? Hm? Du siehst irgendwie so müde aus in letzter Zeit. Ja, und gönn dir doch mal wieder was. Eine Kosmetik oder so. Es ist alles okay. Einen Shake pro Tag. Am besten zwei. Zwei. Ich wiege sie dann einmal die Woche zur Kontrolle. Gut, ich müsste dann... Komm, bleib wieder. Also. Arme Franziska. Seit Frieda in London ist, ist sie so angespannt. Also ich könnte das ja nicht. Immer allein, ohne meinen Jens. Ich meine, für dich hat das Single-Dasein ja sicher nur Vorteile. So kannst du dich ganz deinem spannenden Projekt widmen. Allerdings, das fordert ja auch meine 150-prozentige Aufmerksamkeit. Na, wer will Schokolade? Wer will noch haben? Na los, was macht der denn da? Hallo? Der hat noch nicht. Na komm. Ich hab noch gar nicht. Sie schon wieder. Sie machen meine ganze Versuchsreihe kaputt. Mensch, die Kinder haben den ganzen Tag getobt. Die brauchen Schokolade. Niemand braucht Schokolade. Oh doch. Für Energie und ganz besonders für die Seele. Bitteschön. Her damit. Her damit. Schneller. Ich hab das genau gesehen. Du auch. Schneller. Schneller. Danke. Und du? Ja. Sie können dann jetzt fahren. Danke, stimmt so. Hey, ein Fünfer? Ich hab nicht mehr einstecken, jetzt bedank dich einfach. Und was ist mit meiner Tasche? Wollten Sie die etwa wieder mitnehmen? Hm? Aber nein, und danke sehr großzügig. Mhm. Herr Richter, willkommen im Blauregenweg. Ich hoffe, dass Sie sich hier sehr wohlfühlen, wenn das ist Ihr Schlüssel. Naja, es wird schon gehen. Muss ja, bis mein Penthouse fertig ist, nicht wahr? Naja, aber Sie waren ja auch sehr großzügig, Ihrer Ex von den ganzen Hausstand zu überlassen, wenn ich das mal so sagen darf. Ach, wissen Sie, ich konnte das Zeug ohnehin nicht mehr sehen. So. Sagen Sie, ich sehe an diesem Haus überhaupt keine Alarmanlage. Ist das Haus denn auch sicher? Ja, klar. Die ganze Straße ist sicher, da brauchen Sie sich gar keine Gedanken machen. Na, da habe ich aber anderes gehört. Schließlich wurde hier jemand umgebracht. Und bei mir gibt es immer noch einiges zu holen. Ach, Sie meinen es hier denn, Olaf, lieber Mann? Dem geht's wieder gut, der hat einfach nur ein bisschen zu viel getrunken. Kommen Sie. Er wurde vergiftet. Mit Schneckenkorn. Es wurde sogar extra pulverisiert. Dient das der Aufnahmebeschleunigung im Körper? Ganz genau. Schneckenkorn beinhaltet Methaldehyd.
Bereits 4 Gramm davon können für einen Menschen tödlich sein. Mit Aldehyd, ein mit verdünnter Salpetersäure reagierendes Magengift, richtig? Richtig. Was ist mit dem Opfer, Olaf Liebermann? Hat der vielleicht irgendeinen Verdacht? Olaf glaubt, dass es einfach noch ein Unfall gewesen ist. Allerdings geschah es während des Nachbarschaftsfestes. Richtig. Einer von denen ist es gewesen. Nachschub! Ach, hier wird das koksfreie Haus geliefert? Nicht schlecht. Wer sind Sie denn? Richter. Aber keine Sorge, ich verurteile Sie nicht. Ja, Sophie! Das ist Nikolas Richter, unser neuer Mieter. Und das ist die Sophie Wilkins, unsere Nachbarin von gegenüber. Hm. Franziska, ich hab deinen Vanillezucker. Ah ja, mein Vanillezucker. Super. Ich wollte einen Kuchen backen. Garantiert zucker- und kalorienfrei. Ja. Zuckerfreier Vanillezucker. Geniale Idee. Also wenn Sie mal einen Patentanwalt brauchen... Ja, da komme ich doch sicher mal drauf zurück. Ja, Sophie, du leitest doch die Forschung Lebensmittelchemie, oder? Wie heißt denn diese Firma noch? Tertia Pharma. Tertia Pharma, natürlich, Schätzchen. Ja, dann würde ich jetzt einen Kuchen backen. Ja, solange nur Sie den probieren und nicht die Kinder. Nicht nur Zucker macht fett. Herr Richter, wir sehen uns ja dann jetzt öfter, jetzt wo Sie hier wohnen. Ja. Ach, und sagen Sie, das da drüben ist Ihr Haus, ja? Nicht schlecht. Allerdings, der Ausblick auf die Kaschemme gegenüber ist eine ganz schöne Wertminderung, nicht wahr? Die Kaschemme gehört Herrn Liebermann. Ach, na das passt ja. Alkoholexzesse und verlotterter Garten. Mit so einem Nachbarn macht man was mit, nicht wahr? Ach, wir sind da alle total tolerant. Ja, und der Herr Liebermann ist auch sehr, sehr beliebt. Sehr, ja. Dann war das auf dem Grillfest neulich wohl eine einmalige Ausnahme, was? Nein, das war nicht das erste Mal. Vor 2 Wochen, als ich mit dir beim Spiel war, da war doch die Sache mit der Leiter. Als Olaf sich beinahe das Genick gebrochen hätte. Aha. Ja, kannst deine Sachen da irgendwo abschmeißen? Du mit deinem Spielzeug. Der hat doch gesagt, die Leiter wäre morsch gewesen. Ja, schon. Aber ein paar Tage später hätte er beim Rasenmähen fast einen Stromschlag bekommen. Das Kabel war angeritzt. Was? Warum hast du da nicht schon was gesagt? Olaf dachte halt, dass es einem der Nachbarskinder passiert ist, die bei uns immer so gerne im Werkzeugschuppen spielen. Und eins von denen hat auch aus Versehen Schneckenkorn in sein Bier geschüttet. Nee, Claudia, da hat jemand auf Olaf abgesehen, aber ganz gewaltig. Was ist mit den Nachbarn? Die sind eigentlich ganz nett. So weit. Weißt du, die sind halt so ganz anders als wir. Und die stehen auch immer so unter Druck. Oh Gott. Wieso? Geld sorgen? Ach, im Gegenteil. Weißt du, früher, da waren wir eine ganz normale Gegend. Arbeiter, Angestellte, normale Leute. Aber die sind alle gestorben oder weg. Und die jetzt hier wohnen, die haben alle richtig Kohle. So Yuppie-Typen. Mhm. Hm. Ich glaube, ich sehe mir die mal aus der Nähe an. Sorry, es war mein letzter. Hallo Mama. Hallo Mama. Hallo Freunde. Essen ist gleich fertig. Na, wie das? Papa bringt euch nachher zur Mathe-Olympiade. Okay. Hände waschen nicht vergessen. Ja. Mathe-Olympiade. Großartig. Man kann nicht früh genug anfangen. Ich sage immer, da draußen auf dem Arbeitsmarkt tobt schließlich der Nahkampf. Tach! Nikolas Richter, Ihr neuer Nachbar von gegenüber. Ach, Sie wohnen bei den Laguras? Mhm. Franziska hat mir gar nichts davon erzählt. Oh ja, ist nur vorübergehend. Mein Penthouse wird gerade renoviert. Ach, hallo, Schatz. Du kommst genau richtig zum Essen. Also, unmöglich. Wie manche Menschen das Eigentum anderer Leute verschmutzen. Ich sage immer, wer seinen Zuweg nicht sauber hält, der muss im Haus gar nicht erst anfangen, was? Jens Kuchenbecker, Zahnarzt. Privat natürlich. Richter, Anwalt für Patentrecht. Auch privat, natürlich. Herr Richter ist vorübergehend Mieter bei Franziska und Frieda. Ach je, die beiden müssen untervermieten. Und Sie? Wollen Sie dann hier auch was kaufen auf lange Sicht? Ach, ja, also, wenn sich die Gelegenheit ergibt, vielleicht als Investment.
Der Richter besitzt bereits ein Penthouse in der Stadt. Ja, ich mache da gerade alles neu. Ich habe da einen Innenarchitekten entdeckt, sagenhaft. Tatsächlich? Wen denn? Wir haben hier ja alle durch. Achmedo. Kennen Sie den? Nee? Einfach Achmedo ist ein Geheimtipp, noch. Jedenfalls, glauben Sie, Ihre Nachbarn werden bald verkaufen? Die Liebermanns? Wieso? Naja, also ich bitte Sie, solche Leute passen doch hier überhaupt nicht mehr in die Gegend. Ja? Allein der äußere Zustand des Hauses wertet doch die ganze Straße ab. Na, wem erzählen Sie das? Olaf ist Frührentner. Mhm. Und Claudia Hebamme. Mhm. Einfache Leute eben. Aber da muss man auch mal tolerant sein. Und wenn das nicht hilft, gibt's ja immer noch Schneckenkorn, was? Wir haben keine Schnecken. Nicht? Umso besser. Schönen Tag noch. Na klar haben die alle hier ins Bier. Ich meine, die Frauen schlürfen Prosecco, als ob Champagner wäre. Und die Männer brauen dämliches Dünnbier. Guck doch mal nach einer Kabelzange, ja? So, alles klar. Ich sag immer, leben und leben lassen. Benutzt Schneckenkorn? Nö, wieso? Ach, das? Das hat mir die Wilkens gegeben. Die verteilt immer so Proben von ihrem Pharmazeugs, damit sie das dann hier verticken kann. Mensch, Olaf, das ist genau das Zeug, mit dem du vergiftet wurdest. Echt? Mhm. Hast du Ärger mit der? Nö. Na gut, die haben so einen kleinen Disput am Laufen, aber jetzt nichts Dolles, wirklich. Kannst du uns was anderes geben? Na klar. Ja, das schmeckt ekelhaft. Ich hab aber nur Cola, ist okay? Das darf doch. So. Herr Liebermann, das ist eine Unverschämtheit. Konstanze! Das ist Sabotage. Jetzt beruhigen Sie sich mal. Die Kinder mögen ihren komischen Shake nun mal nicht. Dieser komische Shake garantiert diesen Kindern eine erfolgreiche Zukunft. Eine dünne Zukunft. Sie haben doch einen Knall. Anti-Adipös wird mich steinreich machen. Und während Sie hier im Dreck rumwühlen, sonne ich mich auf den Bahamas. Ach, dünne Zukunft. Seitdem habe ich immer ein paar extra Schokoriegel in der Tasche. Echt? Kann ich einen haben? Dieses Schneckenkorn ist noch gar nicht im Handel. Aus diesem Grunde konnte es Frau Dr. Holle auch nicht im Verzeichnis des Bundesamtes für Verbraucherschutz ausfindig machen. Die Analysewerte stimmen mit denen des Giftanschlags überein? Eindeutig. Und Sophie Wilkens als Mitarbeiterin hat selbstverständlich Zugriff auf das Produkt. Ja, und ein Motiv hat sie auch. Olaf hat ihre Versuchsreihe für ihren Kindershake sabotiert. Ein Schlankheitsmittel für Kinder. Allein die Entwicklung sollte schon unter Strafe gestellt werden. Insbesondere, wenn dabei die Nachbarskinder als unfreiwillige Versuchskaninchen eingesetzt werden. Olaf hat erzählt, dass die Wilkens hier alles Mögliche an ihren Nachbarn ein Mittelchen aus ihrer Firma vertickt. Man sollte doch meinen, dass Sie als Leiterin der Forschungsabteilung das nicht nötig habe. Eben. Meine Vermieterin hat ja gerade auch so ein weißes Pulver vorbeigebracht, angeblich zuckerfreier Vanillezucker. Herr Korthalt soll Frau Wilkens Finanzen mal überprüfen und Sie bringen Frau Wilkens her. Wenn es geht, schön auffällig. Mit Vergnügen. Und ich finde mal raus, womit meine Vermieterin sich ihr Leben so versüßt. Suchen Sie etwas? Ja, ich würde mir gerne einen Kaffee machen. Da ist die Kaffeemaschine. Ah, ja. Koffeinentzug. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Meine Ex hat ja die Espressomaschine mit über den Schnabel genommen. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Ich bin nur an das allerneueste Modell gewöhnt. Was ist das neueste Modell? Einfach da draufdrücken. Ah, ja. Ah, und die braucht keine Tasse? Zu diesem Kaffee würde sicherlich hervorragend eine Prise Ihres zuckerfreien Vanillezuckers passen. Das geht leider nicht, weil ich brauche den Vanillezucker für meinen Kuchen. Ich mache eine ganz besondere Tarte. Schade. Dann nehme ich halt den normalen Zucker.
billig und gut. Mhm. Naja. Das ist Zucker. Raffinierter Zucker. Ah ja, sehr raffiniert. Hätten Sie vielleicht einen kleinen Löffel? Klein, aber fein. Oho. Jetzt, wo Sie meine Mieteinnahmen haben, dann müssen Sie auch nicht mehr beim Discounter einkaufen, was? Ach, das haben wir eigentlich gar nicht nötig. Ja, Frieda verdient ja genug. Hm. Oh, was macht denn die Polizei bei Ihrer Nachbarin? Tata. Von Befragung, Liebermann und vergiftet gehört. Wer hätte das gedacht? Unsere Sophie. Du glaubst, Sophie hat ihn vergiftet? Tja, auf jeden Fall war es kein Unfall. Ist es nicht schrecklich, sowas in der Nachbarschaft? Das ist schrecklich. Gott sei Dank kannst du dich sicher fühlen, jetzt wo du wieder einen Mann im Haus hast. Hm? Ja, der Herr Richter wohnt doch jetzt bei dir. Ja, der Herr Richter ist doch aber, ist doch nur mein Mieter. Frieda war ja auch schon so lange nicht mehr da. Wir vermissen Frieda wirklich alle sehr. Ich vermisse den Frieda auch sehr. Wann kommt er denn mal wieder? Aus London. Na, da hat es die Frau Wilkins wohl auf ihren Nachbarn abgesehen, was? Wer weiß, was du noch so alles auf dem Kerbholz hast. Ich back jetzt einen Kuchen. Ich mache mir ja ein bisschen Sorgen um Franziska in letzter Zeit. Ein bisschen angespannt, die Gute, was? Ein bisschen? Neulich ist sie dem armen Olaf fast ins Gesicht gesprungen, nur weil er dachte, er hätte Frieda in der Stadt gesehen. Ach ja. Oh, mein Mann kommt gleich. Jens mag sein Abendessen pünktlich. Hm. Ja. Bye, bye. Hausaufgaben kontrollieren. Ich glaube, er ist rüber zu den Liebermanns. Hm, immerhin hat er seinen Scheck getrunken, was? Auf eine dünne Zukunft! Ah ja. Also, das mit ihrer Nachbarin, das ist ja eine Sache. Hm? Ach ja. Das mit Sophie, das ist sicher ein Missverständnis. Das wird sich bestimmt bald auflösen. Einen Moment, bitte. Das Laub aus deinem Garten liegt sogar zusammen. Ja, aber das kann gar nicht sein, weil ich habe ja das Laub gerade eben in den Müllsack gestopft. Offenbar ja nicht. Es ist wirklich überall. Ja, ist ja auch. Meine Güte. Ich komme. Herr Richter, ich müsste einmal ganz kurz rüber zu meiner Nachbarin. Das Laub liegt im Garten. Ich würde Sie bitten, einmal auf die Tat aufzupassen. Die müsste gleich aus dem Ofen. Mhm. Sehr gerne. Merkwürdig. Hm? Sie haben ja die Tat gar nicht aus dem Ofen geholt. Oh, Scheiße! Oh, Ich kann aber auch überhaupt gar nichts. Gar nichts richtig. Wieso? Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Hm? Gehen Sie jetzt einfach, bitte.
Vorstand schon. Schlimmer. Eine einzig ätzend zuckerfreie Spießerzone. Du musst ja nicht mehr lange aushalten. Herr Korthals hat ganz viele Sachen über Frau Wilkins herausgefunden. Ja? Mhm. Frau Wandenberg, sind Sie da? Habe ich doch richtig gesehen, dass Sie hier reingegangen sind. Herr Held ist auch da. Ich habe Sie schon überall gesucht. Ich wollte nicht stören, aber Sie wollten so schnell wie möglich die Untersuchungsergebnisse haben. Aha, hier ist sie. Super. Ich habe ja gedacht, dass das schnell geht, aber so schnell? Wow. Gleich meine erste Vermutung hat sich als richtig erwiesen. Was ist das? Hochdosiertes Methylphenidat. Es wird Kindern mit ADHS verschrieben. Komisch, die Lagora-Kinder erschienen mir eigentlich ganz normal, ganz im Gegensatz zur Mutter. Das macht leider Sinn. Auf Erwachsene ohne ADHS wirkt das Medikament wie ein Amphetamin. Das heißt, Sophie Wilkins hat nicht nur versucht, Olaf umzubringen, sie ist außerdem noch eine Dealerin. Damit haben wir sie. Das ist absolut lächerlich. Wie kommen Sie denn auf die absurde Idee, ich hätte meinen Nachbarn vergiftet? Nun ja, Sie hatten die Tatwaffe, sich noch im Entwicklungsstadium befindendes Schneckenkorn. Sie hatten die Gelegenheit, namentlich bei diesem Gartenfest. Und Sie hatten ein Motiv. Motiv? Wovon reden Sie bitte? Davon, dass Sie keineswegs die Leiterin der Forschungsabteilung bei Tertia Pharma sind, wie Sie Ihre Nachbarn immer zu glauben machen wollen. Sie sind lediglich Laborantin und dealen mit den Arzneimitteln Ihres Konzerns, um Ihren Lebensstandard aufzubessern. Und somit Ihre Versuche zu finanzieren. Für Ihre absurde Erfindung, die Sie reich machen soll. Genauso reich wie Ihre Nachbarn. Mein Anti-Adipös-Shake ist genial. Tja, das mag ja sein. Aber dann hat Olaf Liebermann Ihre Versuchsreihe sabotiert. Tja. Dieser Dummkopf. Er hat mich mit seiner Sabotage um Wochen zurückgeworfen. Und deshalb muss der weg, nicht wahr? Ja, ja, ja. Ich muss was unternehmen, oder nicht? Sie werden sich vor Gericht verantworten müssen, Frau Wilkins. Und zwar wegen versuchten Mordes in mehreren Fällen. Als nämlich Ihre Manipulationen, sowohl die der Leiter als auch die des Rasenmähers, keine Erfolge zeigten, verfielen Sie auf die Verwendung des Schneckenkorns. Leiter und Rasenmäher? Entschuldigung, ich weiß gerade wirklich nicht, wovon Sie reden. Wieso gibt's hier den Anschlag mit dem Schneckenkorn zu, leugnet aber die anderen beiden Mordversuche? Na, das ist doch ganz klar, weil es das Strafmaß mindert, wenn sie nur einen Anschlag verübt hat. Ja, so viel rationales Denken hätte ich ja gar nicht zugetraut. Ist doch total blemblem. Möglicherweise haben wir es einfach mit zwei Tätern zu tun, die unserem Herrn Liebermann etwas antun wollen. Diese Giftspritzer hier. Jule Kuchenbäcker. Die hat mir erzählt, dass meine Vermieterin total ausgerastet ist, nur weil Olaf angeblich ihren Mann in Bochum gesehen hat. Wir sollten uns diesen erfolgreichen Banker definitiv noch mal genauer ansehen. Linus Zange. Zweiradprobleme. Du, das mit der Kette schaffen wir heute nicht mehr. Du musst jetzt auch nach Hause, ist schon viel zu spät. Kann ich nicht doch noch was bleiben? Hier, hat mir Konstantin geliehen. Du musst erst mal reingucken, ob das überhaupt für dein Alter geeignet ist. Aber übermorgen muss ich die zurückgeben. Ab. Oh. Sag mal, was ist denn das für eine Geschichte, dass du den Mann von der Lagura in der Stadt gesehen hast? Keine Ahnung, was daran so schlimm ist. War ja auch nicht das erste Mal. Neulich war der auch schon mal hier, am Haus. Wann? Vor ein paar Wochen, mitten in der Nacht, da habe ich Claudia gerade Brote geschmiert für den Notdienst. Da kam er mit einem Koffer und ist kurz darauf wieder damit gegangen. Und das hast du dann auch Franziska Lagura erzählt? Die meinte, ich würde mir das alles nur einbilden. Richtig sauer war die. Und war das alles vor oder nach der Geschichte mit der Leiter und dem Rasenmäher? Davor. Schatz, ich bin eben noch mal los und hab dir dein Lieblingstiramisu besorgt. Jule, was habe ich dir gesagt zum Thema Sachen auf dem Grill abstellen? Aber ich hab so nur ganz kurz. Es tut mir leid. Da reden wir gleich noch drüber. Aber Schatz, ich.
Hey, ne? Oh, ich habe vorhin schon mal versucht, aber in dem Spießerbunker hier habe ich keinen Empfang. Das müssen die schlechten Schwingungen sein. Hallo? Ich wollte dich noch mal hören. Das ist schön. Ja, und dann wollte ich dir sagen... Ja? Scheiße! Nikolas, das war jetzt der vierte Anschlag auf uns. Und es wird keinen weiteren mehr geben. Das verspreche ich dir. Warum hat er dich angerufen? Er wollte mir irgendwas erzählen. Und da kam eine Frau mit starken Wehen rein und ich habe mir gedacht, es hat doch Zeit, bis ich wieder zu Hause bin. Fahr erst mal mit ins Krankenhaus und ich halte dir die Stellung, okay? Los. Das Rohr des Heizofens war verstopft. Sehr einfach, aber effektiv. Herr Liebermann hätte keine Chance gehabt, wenn Herr Held nicht rettet. Danke für die Information, Frau Dr. Holle. Wir sehen uns später. Guten Morgen. Und? Tag. Naja. Olaf hat eine schwere Rauchgasvergiftung. Ich hoffe, er steht das durch. Aha. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hab da was. Ich habe Franziska Nabura in dem Haus gesehen. Im Dunkeln. Und vielleicht hat sie sich da gerade wieder reingeschlichen. Möglicherweise, aber ein Vielleicht führt uns hier nicht weiter. Was hätte sie denn für ein Motiv? Vielleicht das hier. Vielleicht hilft uns hier nicht weiter, Herr Kortatz. Frida Lagura arbeitet gar nicht in London. Er wurde schon vor Monaten gefeuert. Ach. Und wo befindet er sich jetzt? Gemeldet ist er in... Bochum-Querenburg. Das erklärt, warum Olaf ihn gesehen hat. Und weshalb Frau Lagura derartig übertrieben reagierte, als er sie darauf ansprach. Ein arbeitsloser Ehemann im Blauregenweg. Das totale Fiasko. Herr Lagura, Ihre Frau erzählt überall rum, Sie seien noch in London. Dabei haben Sie schon längst Ihren Job verloren. Was soll denn diese Scharade? Franziska hat darauf bestanden. Wegen der Kinder habe ich mitgemacht. Wegen der Kinder? Sie haben sie doch zurückgelassen. Um das Sorgerecht zu bekommen, muss ich erstmal einen neuen Job haben. Bis dahin muss ich mich mit ihr arrangieren. Sie haben sich getrennt? Tja, vor 4 Monaten schon. Keiner durfte was mitkriegen. Das war Franziska das Allerwichtigste. Olaf Liebermann allerdings hat etwas mitgekriegt. Er sah sie in der Stadt, richtig? Ich mag Olaf. Aber wegen Franziska bin ich weggerannt. Ich hab ihn einfach stehen lassen. Warum haben Sie Ihren Job verloren? Ich habe viel Geld unserer Anleger verloren. Sie haben sich verzockt. Weshalb haben Sie sich nicht beurlauben lassen? Sich eine Auszeit genommen, das wäre doch möglich gewesen. Wissen Sie, wie Franziska ist? Franziska will immer mehr, 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 mehr. Die neueste Wandfarbe, die neueste Sofakollektion. Dabei ist die alte noch nicht mal abbezahlt. Ja, aber warum haben Sie sich denn darauf immer wieder eingelassen? Wissen Sie, in dieser Nachbarschaft herrscht ein enormer Druck unter den Frauen, was Besseres zu sein. Tja, Franziska wollte da eben mithalten. Falls ihre Ehe nicht mehr funktionierte, da galt es für ihre Frau, um jeden Preis zu vermeiden, dass ihre Nachbarn davon etwas mitbekamen, richtig? Olaf Liebermann war also der Einzige, der von ihren Eheproblemen wusste. Sollte er deshalb sterben? Wir haben keine Eheprobleme. Und jeder, der das behauptet, lügt. Kommen Sie, Frau Lagura, ich bitte Sie. Herr Liebermann hat meinen Mann mit einem anderen Mann verwechselt. Und ich verstehe auch überhaupt nicht, warum Sie das nicht verstehen. Verstehe ich nicht. Sorry. Hören Sie doch bitte auf.
Wir haben Ihren Mann soeben befragt und Frau Wilkens auch. Sie hat Ihren Drogenhandel zugegeben. Das kann doch gar nicht sein. Ich weiß ja nicht mehr, wie dieses, ich kenne dieses Methyl oder wie das heißt auch gar nicht. Ich dachte, das ist Vanillezucker. Wissen Sie, was das Problem an Geheimnissen ist? Nein, das weiß ich nicht. Ich habe ja keine. Wir verwenden wahnsinnig Energie, um sie geheim zu halten. Und darüber hinaus vergessen wir oft alles andere. Das Wichtige. Sie wollten doch nur ihre Familie schützen. Und bei dem Versuch, das zu erreichen, haben sie leider komplett aus dem Auge verloren. Wäre es denn wirklich so schlimm, wenn das Geheimnis gelüftet würde? Ein Geständnis wird Ihnen positiv ausgelegt. Und im Zusammenhang mit dem Medikamentenkonsum kann sich das sogar strafmildernd auswirken. Alles wäre endlich raus. Ich dachte, wenn Frieda endlich wieder einen Job hat, dass dann alles gut wird. Ich wollte nur, dass Olaf aufhört, ständig überall rumzuerzählen, dass Frieda in Bochum ist. Es geht ihn ja auch nichts an. Also haben Sie die Leiter angesägt und auch das Stromkabel für den Rasenmäher manipuliert. Und zu guter Letzt haben Sie dann auch noch das Ofenrohr verstopft, ja? Nein. Nein, das habe ich wirklich nicht gemacht. Nein. Ich wollte nur, dass er für eine Weile verschwindet. Ich wollte ihn nicht töten. Die Aussage von Frau Lagura erscheint uns glaubwürdig. Wie? Jetzt gibt's noch einen dritten Täter. Es sieht ganz danach aus, ja. Wahnsinn. Okay, gut, also das heißt, es muss noch jemanden geben, der ein Geheimnis hat. Was Herr Liebermann möglicherweise letzte Nacht gelüftet hat. Und worüber er mit seiner Frau zu sprechen gedachte. Ich habe gestern beobachtet, wie Jens Kuchenbäcker fast ausgerastet ist, nur weil seine Frau ein paar Einkäufe auf seinem Mega-Markengrill gestellt hat. Frau Dr. Holle bemerkte, dass seine Frau heute Morgen eine dunkle Sonnenbrille getragen habe. Wäre doch möglich, dass sie damit etwas verbergen wollte. Sie denken an häusliche Gewalt? Jens soll Jule schlagen. So ein Quatsch, niemals. Die hat eigentlich das Kommando bei denen. Okay. Aber Claudia, dann überleg mal. Bei dem Telefonat mit Olaf, ist dir da irgendwas aufgefallen? Da war eine Kleinigkeit. Aber ich weiß nicht, ob... Jede Kleinigkeit kann wichtig sein. Es klang, als würde der Fernseher im Hintergrund laufen. Mhm. Aber Olaf sieht nie fern. Linus hat gestern eine DVD von den Kuchenbäckers mitgebracht. Die wollte er mit Olaf zusammen schauen. Also, ich habe keine DVD gesehen. Darf ich mal? Ja, klar. Entschuldige, die ist nicht von uns. Tu mal rein. Der devote Patient Teil 5. Das ist ja einfallsreich. Ja, ich war immer dagegen, dass wir das filmen. Ja, klar. Aber mitgemacht haben sie dann trotzdem. Sie sind Polizist. Ich hätte es wissen müssen. Deswegen habe ich im Internet auch nichts über diesen komischen Innenarchitekten namens Achmedo gefunden. Frau Kuchenbäcker, Sie haben Ihre DVD in die falsche Hülle gelegt, auf welche Weise sie in die Hände des Nachbarjungen geriet. Ist das richtig? Diese Aufnahme ist unsere Privatsache. Das war sie. Aber jetzt hat Olaf Liebermann sie gesehen. Da haben Sie es mit der Angst zu tun bekommen. Wegen der öffentlichen Häme oder aus Angst vor beruflichen Konsequenzen? Ihr Mann ist Präsident des Nordrhein-Westfälischen Zahnarztverbandes. Da wirkten sich derartig delikate Aufnahmen bei der Wiederwahl unter Umständen kontraproduktiv aus. Sie haben kein Recht, sich das anzusehen. Wieso nicht? Ist doch ein super Pausenfüller, solange Sie die Aussage verweigern. Geben Sie das her!
Status geht Ihnen über alles. Da wäre auch ein Umzug fällig gewesen, was? Und dann musste der lästige Zeuge verschwinden. Wobei hat der Liebermann Sie denn letzte Nacht gestört? Bei den Dreharbeiten zu Teil 6? Oh. Gott. Das ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Wir hatten gerade mit der Behandlung begonnen. Was muss ich da sehen? Nur für mich bist du am Leben. Du warst sehr unartig. Steck dir Orden ins Gesicht. Du bist ich hab das ganze Tiramisu aufgegessen. Da hilft nur eins. Du liebst mich, denn ich lieb dich nicht. Du blutest für mein Seelenheil. So ein kleiner Schnitt und du wirst geil. Der Körper schon total entstellt. Ich will es auch nie wieder tun. Du willst Abbitte leisten? Auf die Knie! Runter! Was bist du denn für ein erbärmlicher Wurm? Jule? Jule, hast du dir wehgetan? Mein Auge! Warte, ich hol ein Kühlpad. Macht auf, ich weiß, dass ihr da seid. Fuck. Olaf, was gibt's denn so Dringendes? Es ist nach 10. Seid ihr verrückt geworden, das hier Linus zu geben? Von wegen Shadows aus der Galaxie. Mann, zum Glück hat er das noch nicht gesehen. Jetzt beruhig dich. Das war ein bedauerliches Versehen. Hast du Claudia davon erzählt? Nein, sie hat Nachtschicht. Ach, es tut mir wirklich furchtbar leid. Ich komme morgen bei euch vorbei und dann reden wir darüber, okay? Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich habe schon immer gesagt, wir sollen das nicht filmen. Wenn das rauskommt, dann bin ich erledigt. Nichts wird rauskommen. Geh ins Bett, Jens. Ich kümmere mich darum. Aber ich... Und Sie haben sich darum gekümmert, indem Sie versucht haben, Olaf Liebermann zu ersticken. Sie waren nie einer von uns. Ja. Und dafür danke ich meinem Schöpfer jeden Tag auf Knien. Tag. Ja, der rote Patient durfte gehen? Ja, ich habe mich gegen einen Haftbefehl entschieden. Er muss ja jetzt erstmal seinen Kindern erklären, warum Mutti lange Zeit nicht wiederkommt. Aber weil er seine Frau gedeckt hat, wurde er doch mit angeklagt, oder? Mhm. Ah, von Claudia. Olaf ist aufgewacht. Darf auch schon wieder nach Hause. Na, Gott sei Dank. Ja. Sag mal, wollen wir beide das nicht gleich ein bisschen feiern? Ja, ich hab da auch schon eine Idee, wie... Da können wir innen eigentlich auch noch streichen, wenn wir einmal dabei sind. Na, Sie legen sich ja ins Zeug. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Schatz, lass mich mal vorbei. Danke. Ihr macht das super, ihr zwei. Und? Was sagst du? Was ist denn hier los? Hallo. Ihr seid ja total verrückt. Ja, der Nachbar hat eine neue Heizung installiert. Weil mit einer elektrischen Heizung ist es viel schwieriger, dich umzubringen. Sehr gut. Ich wusste gar nicht, dass du sowas kannst. So habe ich mir mein Studium finanziert. Du, ich habe einen Freund, der hat einen Handwerkerbetrieb und der braucht immer gute Leute. Das ist ja wirklich... Danke, Olaf. Und darauf trinken wir eine gute Welt. Auf euch! Ja. Glück auf. Tja, unter gemeinsam feiern hatte ich mir ja was ganz anderes vorgestellt. Wieso? Was denn? Nach der Nummer mit den vertauschten DVDs hatte ich überlegt, mir mein Krankenschwesternkostüm vom letzten Jahr Karneval noch mal rauszuholen. Aber
Oh, Mist, schon so spät? Frau Wandenberg, wir hatten doch noch diesen Termin. Ist schon soweit? Ja, ja. Entschuldigt. Danke. Tschüss. Tschüss.